Servus Leute und recht herzlich willkommen zurück zur Folge Nummer 4 von Gears 5. So, ich mache mal das Bildmachgerät an und dann machen wir gleich da weiter, wo wir jetzt mal aufgehört haben. Und Leute, wenn es euch gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da, alles sehr gesehen. Okay. Alter Schwede. Herzlichen Dank. Lizzie, alles klar bei dir? Ja, ich muss nur dieser scheiß Rostlaube zum Laufen kriegen. Delta, Kamans Trupp wurde überrannt. Er verschanzt sich mit Zivilisten im Turm. Sie werden nicht lange durchhalten, also beeilt euch. Sie brauchen euch in der Zentrale. Los! Du musst durch den Park. Das Tor befindet sich bei der Treppe. Ihr habt sie gehört. Bewegung. Na los, hier durch. Okay, dann gehen wir hier weiter. Ab durch den Park, sagt sie. Schlachtet. Hey da! Genug Tränchen verdrückt. Hör mal, du hast vielleicht kein Problem, auf Unschuldige zu schießen, ich aber schon. Unschuldig, ha? Unschuldig! Leute, die Brandsätze werfen, sind unschuldig! Ja, gut zu wissen. Alle beide, hört auf damit! Das ist ein komischer Typ. Wartet, ich hab davon gehört. Das wart ihr drei? Nicht drei. Einer von uns hat seine DBs unter Kontrolle gehalten. Was ist denn passiert? Wir haben Aufständische identifiziert und eliminiert. Nein, du hast das Feuer auf Demonstranten eröffnet. In jeder Herde wird mal aussortiert. Oh. Ich weiß, wen ich hier aussortieren würde. Komische Einstellung. Okay, weiter geht's. Was passiert ist, ist passiert. Konzentrieren wir uns lieber auf die Evakuierung. Da vorne ist der Hub. Scheiße, Carmine hat definitiv Probleme. Liegen Arme rum. Komplett zerstört. Warum greift auch unsere Condors an? Ja, der ist sicher wegen dem verdammten Swarmic abgestürzt. Jeder Condor, den wir verlieren, bedeutet weniger Verstärkung. Ich glaube, der hätte gar nicht töten sollen. Hier geht's durch. Oh shit, ein Hasher. Wenn der in den Hub gelangt, hat Carmine ein echtes Problem. Los! Hey, laufen! Schaltet sie aus! Hey, sag nur eins! Diese Popper müssen weg! Okay. Die letzte. Delta, Kameins Punkt geht wieder. Ich stelle ihn durch. Phoenix, ich habe nur noch einen Satz DBs. Wo zum Teufel bist du? Durchhalten. Wir behalten die Waffen mal.
Angriff! Angriff! Scheint, das könnten Carmines Babys immer noch kämpfen. Los! Ich hätte auch mal aufmachen können. Wir gehen rein! Mir nach! Okay, Carmine ist mit den Zivilisten in diesem Turm. Zeigen wir diesen Babys, wie das geht. Säubert den Platz! Okay, ich glaube, wir gehen erstmal vor. Woohoo, yeah! Komm schon, Baby! Brauchst du was? Ich denke nämlich schon! Schaltet sie weiter auf! Sie haben den Turm! Alter, was ist jetzt da? Gesichert. Danke, Delta, aber da kommen noch mehr Feinde zu euch. Hey, unser Nachschub ist immer noch da draußen. Also guckt mal, was ihr mit Bairns neuen Lancern anstellen könnt. Roger, kümmert ihr euch um die Zivilisten. Wir kümmern uns um den Rest. Oh, was haben wir da? Oh, Granatlancer. Wo zum Teufel nimmt Bird die Zeit her? Hier, ran an die Buletten. Ran an die Buletten. Da kommen sie. Okay, Delta, knallen wir sie ab. Hirten, was sind Hirten? Kämpfen, dann los! Stirb!
Nein. Longshot. Fügen Sie sich. Ah, die kann ich nicht wechseln. Sie greifen uns von rechts an. Jo, irgendwer muss an den Turm. Greifen es hier an. Ja, hier, schnapp auf. Rackpool. Wie will ich, Mensch? Oh, aber geht er da nicht ran? Genau da die Waffe liegt, da komme ich jetzt wieder in die Schnüfte da, Mensch! Komm, bin ich ran, glaubst du das? Granate raus! Jack, Blitz benutzen! Okay, jetzt geht's doch. Mach das weg!
Alter Schwede. Rosa. Okay. Das musste ja passieren. Zurück! Schieß von weiter weg! Ha! Das Ding verschlägt richtig! Scheiße, nein! Oh, was für eine riesige Scheiße! Alter! Alter. Oh, auf gar keinen Fall. So können wir Deckung. Ist viel. Kescher erledigt. Carmine, der Platz ist sicher. Evakuierung fortsetzen. Verstanden, Delta. Wir kommen raus. Hey. Schön, evakuierte Herren. Im Laufschritt zu den Minotaurs. Keine persönlichen Sachen, kein Gepäck. Hey, bist du Tom? Keine persönlichen Sachen. Carmine! Mann, Sie haben heute eine Menge Leben gerettet, Sarge. Haha, der Madenkiller ist zurück, Baby. Madenkiller, Schwarmkiller, egal. Gerettet von meinen Ex-Schülern. Onkel Clay! Und jetzt muss ich wieder hoch. Hab mir Sorgen gemacht, hast dich nicht gemeldet. Der Funk war tot. Und die da haben mir aus der Klemme geholfen. Ich schulde dir noch mehr, Phoenix. Was jetzt? Was zur Hölle? Oh, Scheiße! Schnell, lauf! Haben's abgehängt. Krass. Nein, weg hier! Es ist nicht sicher! Wir wurden getroffen! Mayday, Mayday, Mayday! Shit, Raven getroffen! Auf zur Absturzstelle! Okay. Hallo? Wie viel Munition habe ich nicht mehr? Wir sollten dort noch Überlebenden suchen. Vielleicht mal ein bisschen Munition oder so.
Das ist lieber krass. Das Feuer ist im Weg. Wir müssen drumherum. Gehen wir hier lang. Das sieht doch gut aus. Hier lang. Dann können wir hier ein bisschen was abgreifen an Waffen oder so. Cardio Kit. Moment. Eins mit Stim-Technologie. Neue Fähigkeit gefunden. Stim. Jack gibt Truppenmitgliedern einen temporären Rüstungsbonus. Betrifft alle Truppenmitglieder in Reichweite. In Coop kann nur der Spieler, der Jack steuert, diesen ausrüsten und upgraden. Okay, probieren wir es einfach mal. Okay, jetzt kann Jack uns mit Stims durchs Feuer bringen. Okay, müssen wir ausprobieren. Okay, los, los! Oh, heftiges Zeug. Das hatte ich vergessen. Okay, coole Sache. Wir schauen uns hier drin noch ein bisschen um. Halten Sie eure Stim und Impuls zu wechseln, okay. Ah, okay. Okay, Zeit für eine Stim. Scheiße, Jill, Scharfschützen da! Knallen wir sie ab! Das ist für mich! Ich glaube, das waren alle. Wenn diese Schar unsere Bots ausschalten kann, halten wir die Siedlung niemals. JD, Del, Marcus und ich mussten durch die Wand durch. Der Schwarm ist überall und wir erreichen die Zentrale nicht. Vollstrecker. Der Funk ist gestört. Hörst du mich, Kate? Wir Overkill. Wurden von Fass und Carmine getrennt. Das ist neu gruppieren. Wir treffen uns vor dem Theater. Roger, wir sehen uns da. JD, komm schon, gehen wir durchs Hotel. Hey, da! Durch das Ladedock! Okay. Los, hier rein! Yo, Jack! Erleuchte uns! Oh, shit. Eieiei. Gears.
Ah, die Lichteffekte sind schon cool gemacht. Ich habe es zurück zum Verfall geschafft. Ich werde versuchen, die Leute hier aufzukriegen. Verstanden, Lizzie. Viel Glück. Können wir was machen hier? Upgrade, passiv. Erhöht die maximale Gesundheit. Nicht mehr fresh aus. Nicht erkannte Biologen einstellen. Ich sagte einstellen. Blitz. Und noch ein. Soll das ein Witz sein? Diese Schar schaltet Dibis nicht nur aus, sie verwandelt sie. Wie krass, Mann. Nimm mal die mal mit, weil ich glaube, das soll da ein bisschen mehr Munition finden für die. Oh, ja. Erschrocken, Mensch. Ein paar Granaten wären jetzt nicht schlecht. Oh, keine Mumie her! Heftig. Das ist für mich. Okay, haben wir sie jetzt?
Puh. Okay, das war's. Geht's eigentlich? Ich hab genug von diesem Horrorfilm. Wir sollten zum Theater gehen. Sehe ich auch so. Na los. Wo ist das Theater? Hier entlang, hä? Schaut nach Theater aus. Wir gehen da rein, Tell. Mach dich bereit. Okay, Leute. Hoffentlich. Los zu Kate und Dad, dann können wir uns um die anderen sorgen. Ich würde aber sagen, schauen wir in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht im Theater. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, hat euch ein bisschen gefallen. Ich bin immer so konzentriert, dann redet dann immer nicht so viel, wenn ich hier voll im Kampf bin. Aber okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Genau. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.